Okay. Ich bring sie zu ihr. Gut, das war jetzt hätte ich aufgewacht sind. Wir sollten uns jetzt schnell was überlegen. Und erneut aus dem Fenster fallen. Das kann schon schief gehen. Also, wo ist sie? Ja, merkwürdig. Das ist ihr Zimmer. Sie müsste hier sein. Scheiße. Sie ist aus dem Fenster raus. Das ist unmöglich. Wir sind im fünften Stock. Sie kann nicht durchs Fenster. Melde das. Die Kleine darf nicht entwischen. Heilige Scheiße. Essensgeld und clever Diebstahl haben abgeschlossen. Obdachlos. Okay, 48% haben gelogen. Das Dance war ausgewichen. Für Geld getan, was nötig war. Genug Geld, warmes Essen. Ja, das da war ich froh drüber. Mich allen nach dem Abendessen geholfen. Okay. Hätte man es machen können. Alle vom Feuer gerettet, das war die Hauptsache. Kein Selbstmordversuch unternommen. Ja. Stan nicht geholfen. Oder besiegt worden. Oh, okay, ja, wenn man es besser bei den Quicktime Events gemacht hätten. Nicht über einen geredet. Nicht aus dem Gebäude gekommen. 48% haben nicht, sind nicht aus dem Gebäude gekommen. Schicksal der Schläge erfahren. Okay. Was wäre denn passiert, wenn wir da. Wir sind ja rausgekommen, wir sind auf dem Boden geklatscht und gestorben. Ne? Und dann wieder belebt worden von Aiden. Was wäre denn passiert, wenn wir das geschafft hätten? Ich werde das irgendwann nochmal auf Twitch spielen. Und zwar in chronologischer Reihenfolge und werden wir mal sehen, was da. Wie wir das hinkriegen. Da muss ich mich nochmal anstrengen, dass wir das dann das an den anderen Weg hinkriegen. Nein, das war ja wohl nix. Die erste Nacht. Es ist nicht für lange. Nur so lange, bis sie genau wissen, was los ist. Bitte lass mich nicht hier. Nur für ein paar Tage. Wirst sehen, es geht schnell vorbei. Susan, wir müssen los. Du machst es dir doch nur noch schwerer. Sei tapfer, Schatz. Sei stark. Du bist so stark. Jodie, ich weiß, es ist hart, alleine hier zu bleiben, ohne Familie. Aber hier haben wir eine gute Chance, rauszufinden, was mit dir passiert. Wir können dich hier beschützen, Jodie. Mich kann überhaupt niemand beschützen. Wollte ich auch gerade sagen. Scheiß könnt ihr. Deine Sachen sind in der Tasche, da drin, siehst du?
Cole und ich sind gleich nebenan im Zimmer. Wenn du irgendwas brauchst oder irgendwas ist, ruf uns und wir sind gleich bei dir. Okay? Gute Nacht, Jody. Okay. Wo ziehe ich mich um? Vor den Kameras doch nicht. Ach du Scheiße. Er ist noch sehr leer. Ich hoffe, hier sind nicht auch noch Kameras drin. Erstmal noch kurz ein bisschen um. Der leeren Gefängniszelle hier. Eigentlich meine Wohnung. Kuschelhasen müssen mitnehmen. Komm, Barney Knuffel. Schauen wir mal, wo wir heute Nacht schlafen. Auf dem Sofa. Bisschen Fernsehen gucken. Fernsehen gucken, so, gerade nicht so. Jetzt aber ins Bett, Jody. Müssen wir noch Fernsehen gucken. Können wir noch ein bisschen rumspielen. Noch ein bisschen hinsetzen und Fernsehen. Okay, geht nicht. Ich glaube eher, dass Jody hier nicht wirklich dann noch zumute ist. Jetzt noch gerade angekommen, sich vor die Glotze zu setzen. Na dann. Wollen wir? Ja. Jetzt dürfen wir gleich wieder einen Terror-Aid machen. Ich werde jetzt das Licht ausmachen. Gute Nacht, Jody. Warte! Kannst du das Licht im Flur anlassen? Ich krieg sonst Angst im Dunkeln. Klar. Wie ist das? Gut. Gute Nacht. Nacht. Hab keine Angst, Aiden. Wir werden jetzt einfach einschlafen. Und es wird uns gar nichts passieren. So ein ähnliches Szenario haben wir doch schon mal gespielt. Ich kann nicht schlafen, Aiden. Ich glaube, ich brauche eine Geschichte. Deine Eltern haben.
Eltern in der Bombe was gespielt. Scheiße. Von Hilfe halten! Schnell! Sag mal, stehst du denn? Oh, was zum A? Das könnte sie beschützen. Das kann nur ein. Jody! Hol den Doktor! Sofort! Ist okay. Es wird wieder gut. Aiden hat jetzt keine Angst mehr vor den Monstern. Ein kurzer Kapitel. Dawkins und Eltern nicht ausspioniert. Oh, das hätten wir machen können. Oh, schade. Existenzen besiegt. Cole aufgeweckt. Was wären da die Alternativen gewesen? Cole nicht aufgeweckt und besiegt wurden. Das. Tja. Wie die anderen Mädchen. Ich hab Nein gesagt. Keine Widerrede. Bitte, Nathan, nur dieses eine Mal. Alle Mädchen aus meiner Klasse gehen und es wird nicht spät. Ich verspreche es, okay? Du verschwendest deine Zeit, Jody. Das ist nicht fair. Wieso dürfen alle anderen gehen und ich nicht? Ich tue immer alles, was du willst. Wirklich immer. Und nie darf ich was, was mir gefällt. Zum 100. Mal, du bist nicht wie alle anderen und wir haben hier Regeln. Ich will doch gar nicht anders sein. Ich will nur ausgehen und Freunde haben, genauso wie alle anderen Mädchen. Du wirst immer anders sein. Du musst dich daran gewöhnen. Gute Nacht. Ah! Ich bin nebenan. Sag mir, wenn du was brauchst. Sie wollte nie etwas Besonderes sein. Nur dazugehören. Es geht nicht, Prinzessin. So sind die Regeln. Ich hasse dich, Cole. Und ich hasse Nathan. Und ich hasse alle in dieser verfluchten Krankenbasis. Ich weiß, du meinst das nicht, Jody. Nathan will dich nur beschützen, sonst nichts. Mal ein bisschen Wut rauslassen, ein bisschen protestieren hier. Ein bisschen... Verdammt.
Öffnung raus. Ein bisschen stampfen hier zu mal. Ich will aber. Den Bart alles umwerfen. Kloschütz kaputt machen. Mach schon einen. Teenager-Jahre sind hart. Dann schmeißen wir uns halt aufs Bett. Oder auch nicht. Ein bisschen vandalieren. Das bringt dir doch absolut nichts. Du gehst nicht, Master. Schluss jetzt, Aiden. Es ist ihnen scheißegal, wenn wir die Bude auseinandernehmen. Wenn das nicht klappt, müssen wir uns kann man kaputt machen. Nerven. Ja, sie hat sich beruhigt. Ja, das war's. Dann übernehmen wir ihn halt. Mach die Tür auf. Lass sie raus. Es tut mir so leid, Cole. Ich hasse mich selbst dafür, aber du verstehst mich doch, oder? Ich muss heute mal hier raus. Ganz vorsichtig. Mit Pensiv kommen wir hier raus. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Erstmal sich umschauen. Wo es denn geht. So ein Mist. Mist. Das ist nicht der richtige Weg. Erstmal Snackautomaten plündern. Geht leider nicht. Na dann raus hier. Department of Paranormal Activities. Abgeschlossen. Oh, ja klar. Die Karte. Die Karte. Zurückgeben können wir es nicht, damit es nicht auffällt. Okay. Die Tür ist offen.
Haus geht's. Ab in die Freiheit. Ganz vorsichtig, ganz langsam. Nicht erwischen lassen. Ganz leise. Oh, hallo Cole. Oh. Jody. Bisschen spät für einen Ausflug, hä? Cole will nur... Also, wir wollten nur raus, die Sterne ansehen. Heute gibt es wohl Tonnen von Sternschnuppen. Hast du schon gesehen? Also, ich weiß nicht, ob Professor Dawkins das so recht ist. Wenn du rausgehst, mitten in der Nacht. Bitte. Ich meine, es dauert wirklich nur ein paar Minuten. Und Cole ist bei mir. Und... Ich habe noch nie eine Sternschnuppe gesehen. Was, wenn es da keine Sternschnuppen gibt? Geht weiter. Ich habe euch zwei nicht gesehen. Was ist, Cole? Hast du die Zunge verschluckt? Oh. Hm? Reden? Er ist wohl heiser. Ich glaube, es ist ein Virus oder sowas. Das ist mehr. Lass das klappen. Das ist mehr, als er zu mir gesagt hat, den ganzen Tag lang. Ist hoffentlich nicht ansteckend, Kumpel. Du gehörst nach Hause ins Bett, wenn du mich fragst. Wäre besser für uns alle. Tja, gut. Ciao. Puh. Okay, das hat geklappt. Schnell jetzt geht schon. Das war knapp. Tja, das erspart uns wohl die Suche nach Coles Auto. Das ist das Einzige, was hier noch geht. Besser, ich verschwinde schnellstens von hier. Wir zerstören ein paar mit Eiden oder auch nicht. Wir können Eiden nicht aktivieren. Natürlich nicht auf dem Beifahrersitz. Fahren selbst. Jetzt ins Auto und lass den Motor an. Ach so. Die Gedankentricks. Steig ins Auto und lass den Motor an. Natürlich, jetzt müssen wir mit ihm fahren, wahrscheinlich abscheißen. Das kann ja nur schief gehen. Starten. Los geht's ein. Sei so unauffällig, wie es geht, okay? Oh, Kacke. Nächste Kontrolle. Jody? Verdammt, verdammt, verdammt. Oh nein. Soll das jetzt hier scheitern? Shit. Sicherheitszentrale. Die Sicherheitszentrale, los! Schnell weg hier. Okay. Du verzeihst mir das doch, oder? Ich bin bald zurück. Keine Sorge, ich komme schon klar. So müssen wir ihn bald mal befreien. Okay, Aiden. Bevor sein Hirn noch zu Matsch wird. Bring ihn in den Wald und sieh zu, dass ihm nichts passiert, ja? Ja, wir will ihn besitzen. In den Ball jetzt, okay. Na toll.
Kleine Waldspaziergang. Des Nachts, was soll da schon schief gehen? Barbecue. Oh Mann. Ist die Bar. Die anderen müssen schon reingegangen sein. Was treibt die hier? Ach du Scheiße. Zwielichtige Bar am anderen Ende der Stadt. Irgendwo im Dunkeln. Happy Hour. Montag bis Freitags. 5 Uhr, 17 Uhr bis 20 Uhr. 2 Euro für das Cocktail. Okay, wir müssen mal reingehen. Oh, blödes Mädchen, was tust du? So naiv. Nachts allein in so einer noch keiner da. Zwielichten Spelunke. Wir warten. Na sicher. Trinkst du ein Bier? Wie alt sind Sie, Lars? 21. Ich will nur eine Limonade. Dust tells me where I've been. The motel is my living room. The bar is my bed, you know. So, wie die schon, wie die uns schon angucken. Lemon Juice. Ich wollte trinken. Immer genießen. Okay, können wir nicht. Wir können aufstehen. Mal Automaten spielen. Ach du Schande. Du Drecksäcke. Eine Runde Billard, Schätzchen. Komm schon. Wir spielen doch nur zum Spaß. Besoffenen. Blöden. Die haben doch was im Kopf, so wie die geguckt haben eben. Ladies first. Die haben doch hier Ideen. Ach du Scheiße, du musst jetzt selber spielen. Was machst du hier so ganz alleine? Halt's Maul. Entferne dich von ihr. Nichts. Pose. Ein kleiner. Posen von dem jungen Mädchen. Sag mal. Sweet Home an der Bar. Bist du ein bisschen jung, um hier rumzuhängen? Wie alt bist du? 21. Das können wir nicht, das Spiel. Verdammt. Ist heute nicht dein Glückstag.